Das ist das Video Nummer 6 des Vergolder-Kurses von Rinaldin. Der komplette Kurs besteht aus 11 Videos und einem Einführungsvideo. Das hier ist Schlagmetall. Schlagmetall ist im Format 16 x 16 cm erhältlich. Schlagmetall Gold wird in Packungen zu 10.000 Blättern und Schlagmetall Silber und Kupfer in Packungen zu 5.000 Blättern geliefert. Alle Blätter sind auch in Packungen zu 500 und 100 Blatt erhältlich. Zwischen den Schlagmetallblättern befindet sich kein Seidenpapier wie bei echtem Blattgold. Es wird nur ein Zwischenblatt alle 100 Blätter eingeführt. Schlagmetall ist eine günstige Alternative zu echtem Blattgold oder Blattsilber. Es ist in drei Farben erhältlich: Goldton 2.5 ist ein helles Gold aus 15% Zink und 85% Kupfer. Goldton 2.2, warmes Gold aus 12% Zink und 88% Kupfer. Goldton 2, ein rötliches, kupferähnliches Gold aus 10% Zink und 90% Kupfer. Es gibt außerdem Schlagmetall Aluminium aus 100%igem Aluminium und Schlagmetall Kupfer aus 100%igem Kupfer. Schlagmetall kann oxidieren. Es muss also geschlossen und trocken aufbewahrt werden. Nach dem Anlegen muss es außerdem mit einem Firnis geschützt werden. Das einzige Blattmetall, das stabil gegen Oxidation ist, ist Schlagmetall aus reinem Aluminium. Schlagmetall kann auch in gebundenen Heften zu 25 durch Seitenpapier getrennten Blättern geliefert werden. Die Blätter sind im Format 14 x 14 cm. Damit sie leichter entnommen werden können, werden die losen Blätter in der Verpackung gestaffelt aufeinander gelegt. Um das Blatt zu entnehmen, blockiere ich mit einem Stück Karton die unten liegenden Blätter und puste leicht, damit das Blatt sich auf den anderen Karton auflegt. Ich lege nun das Blatt auf die zuvor mit rotem Acrylbolus und Alkoholmixion behandelte Oberfläche auf. Ich halbiere die Blätter, indem ich mehrere übereinander liegende Blätter schneide. Wenn das Mixion die richtige Klebrigkeit erreicht hat, lege ich das Blatt auf. Ich entferne nun das überflüssige Blattmetall, indem ich von dem zuletzt angelegten Blatt ausgehe. Anderes Beispiel. Auf diesen Rahmen habe ich zuvor schwarzen Acrylbolus und Mixion angebracht. Schwarzer Bolus eignet sich besonders gut für Blatt Aluminium. Auch hier halbiere ich die Blätter. Ich schneide sie alle zusammen, nachdem ich sie zwischen zwei Papierstücken gelegt habe. Ich lege nun die Blätter über das Mixion auf. Dann entferne ich den Überschuss. Drittes Beispiel.
Bei diesem Rahmen mit eingehendem Profil ist es etwas schwieriger, das Blatt auszurichten. Für diese Arbeit habe ich ein Stück Karton vorbereitet, der mir hilft, das Blatt in den tiefen Stellen des Rahmens zu drücken. Ich lege nun das Blattmetall an. Und mit dem Karton drücke ich das Blatt in die zentrale Stelle des Rahmens ein. Nun habe ich das Blattmetall auf den ganzen Rahmen angelegt. Ich brauche jetzt nur das überschüssige Schlagmetall zu entfernen. Ich habe Nylonhandschuhe angezogen, weil sie in diesem Fall geeigneter sind als Baumwollhandschuhe. Wenn Sie keine Nylonhandschuhe haben, können Sie auch ein Mikrofasertuch verwenden. Wenn beim Wegputzen des Blattmetalls unbedeckte Stellen auftauchen, müssen die Stellen mit Metallstücken bedeckt werden. Die Oberfläche kann an dieser Stelle mit einem Schutzfirnis gegen Oxidation behandelt werden. Es handelt sich um ein Firnis aus entwachstem Shellac, der die Farbe des Blattmetalls unverändert lässt. Rinaldin bietet diesen Schutzfirnis an. Ich werde nun zeigen, wie man Schlagmetall auf einer Reliefverzierung anlegt. An diesem Rahmen habe ich zuvor einen gelben Acrylbolus, der besonders für goldene Reliefverzierungen geeignet ist, angebracht. Wenn nämlich das Blattmetall an einigen Stellen reißt und der gelbe Untergrund sichtbar wird, vermischt sich die Farbe des Untergrundes mit dem Goldton. Ich habe zuvor die Verzierung mit Papierband umrandet. Über die Verzierung habe ich davor das Mixion angebracht, das nun anlegebereit ist. Ich lege das Blattmetall, das ich bereits in Streifen geschnitten habe, an. Dabei verwende ich Nylonhandschuhe, damit meine Hände nicht mit dem Mixion in Berührung kommen und damit der Schweiß meiner Hände das Schlagmetall nicht oxidieren lässt. Damit alle Teile der Verzierung gut bedeckt werden, auch die, die beim ersten Mal unbedeckt geblieben sind, lege ich nun ein zweites Blatt über das erste an. Zum Schluss entferne ich das Papierband. Sie finden alle Vergoldungsartikel auf der Webseite www.rinaldin.com.